Die Dagging, der Tag beginnt eigentlich ganz gut. Das Bezirksamt Mitte hat das Verfahren gegen Baccarriata eingestellt. Freut Sie wahrscheinlich? Ja, ist mir gerade neu. Also erwischt mich gerade auf dem falschen Fuß, kann ich nichts zu sagen. Aber wenn das so wäre, wäre es natürlich ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Also wir haben gerade mit dem Bezirksamt noch mal telefoniert. Wir haben das bestätigt, dass die Aufenthaltsgenehmigung damit auch nicht mehr in Gefahr ist. Ich weiß nicht, das ist so. Ja, dann ist es eigentlich natürlich eine sehr erfreuliche Entwicklung heute. Dann hat der Tag noch was Schönes, ja. Haben Sie Hoffnung, dass das dann auch auf die anderen Vereine, die im Protest eingehen, die Wertung der Spiele da abfärbt? Ich bin jetzt kein, wie soll ich sagen, kein Jurist. Ich kann das jetzt nicht einschätzen. Ich denke, erstmal ist ja gut, dass das Bezirksamt bestätigt, dass erstmal an der Identität von Wacker keine Zweifel seitens des Amtes besteht. Und das ist erstmal, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Wo wir dann natürlich auch, denke ich, Richtung DFL und DFB dann auch die richtigen Argumente haben. Ja, und ich denke, wenn das jetzt auch nochmal bestätigt worden ist, welche Auswirkungen das hat, kann ich nicht beurteilen. Aber Sie haben das gefühlt, Sie haben das schon gewusst. Also, wenn man gesagt, Länderspielpause, dann muss das Ding vom Tisch, weil Sie... Nein, ich weiß ja von dem Termin nächste Woche Montag in Frankfurt. Ja, und da hatte ich mir erhofft, dass dann wenigstens der Durchbruch da ist, vor dem Derby dann. Das war so meine Hoffnung. Und wenn natürlich heute durch diese Entscheidung vom Bezirksamt Mitte dann eine Dynamik reinkommt, in unserem Sinne, ich sage, jeder Tag, der gewonnen wird, dadurch umso schöner. Aber welche Auswirkungen das jetzt hat auf die Verhandlung dann am nächsten Montag, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Bevor wir zu dem guten Auftritt von gestern nochmal kommen, tut sich heute noch was? D-Day? Ja, ich habe ja gestern Abend gesagt, dann wird sich immer was tun, hat sich ja auch schon ein bisschen was getan. Mit Berker Ritschan, den wir verliehen haben, mit Manuel Winzheimer, der vorbehaltlich der sportärztlichen Untersuchung für ein Jahr an VfL Bochum ausgeliehen wird und vorbehaltlich auch der sportärztlichen Untersuchung, dass wir uns mit Martin Harnik noch verstärken würden. Aber das war's denn, oder? Oder ist 18 Uhr, ja? Wer weiß. Es ist 18 Uhr, ne? Also immer wachsam bleiben. Martin Harnik, der Name ist gefallen. Was erwarten Sie von Harnik? Ja, ich glaube, dass es erstmal ganz wichtig ist, zu dieser Personalie mal Stellung zu beziehen, weil ich bin kein Trainer von Schubladendenken, weil jetzt als die Nachricht gestern Abend, der jemand spät aufgeploppt ist, hat man ja auch schon wieder so Vorbehalte gehört, was ich natürlich schon wieder typisch deutsch finde, bevor der Spieler einmal gegen den Ball getreten hat, ist sofort so ein gewisses Vorurteil rauszuhören, und das finde ich natürlich unnötig, ne, weil man kann sich ja sicher sein, dass wir uns im Vorfeld einer Verpflichtung von Martin sehr viel Gedanken gemacht haben, was brauchen wir noch, was könnte uns noch gut tun, was könnte den Erfolg noch ein bisschen absichern. Und da sind wir bei Martin, denke ich, hängen geblieben. Wir haben uns erkundigt, nicht nur in Bremen, ich habe mit Florian Kohfeldt ein sehr langes Gespräch geführt über ihn, haben auch andere Wegbegleiter von Martin mal angerufen, und wir haben auch in der Zeit, als er in Hannover war, wo er mit 17 Toren maßgeblichen Anteil am Aufstieg hatte, wo er auch in der Kabine ein sehr positiver Faktor war, und ich glaube, dass wir durchaus noch so einen Spielertypen gebrauchen können. Und Martin selber hat, denke ich, sehr viel dazu beigetragen, dass der Wechsel überhaupt zustande gekommen ist, indem er auch von seiner Seite auf gewisse Dinge verzichtet hat. Also das zeigt, dass dieser Spieler unbedingt diesen Schritt wollte nach Hamburg, und das gibt mir, ohne dass er bislang mit uns trainiert, erstmal ein gutes Gefühl. Sie haben ja das gesagt, das Gebilde ist im Moment so stark und die Mannschaft ist so intakt und so vereint. Also da haben Sie gedacht, muss man immer gucken, wen man jetzt noch holt, dass da nichts dann, aber da sind Sie mit ihm auf der Seitenseite. Ja, wir haben eine Gruppe, die natürlich in den ersten Wochen jetzt super zusammengewachsen ist, natürlich auch durch den sportlichen Erfolg, immer unter dem Vorbehalt 5. Spieltag. Ja, trotzdem muss man wissen, wir haben natürlich auch Spieler, die aus langen Verletzungen gekommen sind, die schwere Verletzungen schon in ihrer Karriere gehabt haben. Jairo ein Beispiel, Bobby Wood ein Beispiel, Sonny Kittel ein Beispiel, Aaron Hunt, der in der Rückrunde immer wieder von Verletzungen geplagt war. Das sind 4 Offensivspieler, wo man natürlich hofft, dass sie alle durchkommen, aber kann auch mal passieren, dass uns mal, was wir nicht hoffen, 1-2 Spieler auch mal wegbrechen in der Offensive. Und ich glaube, dass uns deshalb auch so eine Verpflichtung gut tut. Hackings Höhenflug, wie finden Sie das so? Das finde ich nicht gut. Nein, warum nicht? Nein, weil ich bin nicht der Höhenflug. Ich glaube, das ist immer ein Produkt des Gesamten. Ja, ich glaube, dass wir etwas vorgefunden haben, wo zum Ende der Saison zu Recht kritisiert worden ist, weil das, was alle erwartet haben, nicht eingetreten ist und aus unterschiedlichsten Gründen nach meinem Dafürhalten. Ja, und als ich mich entschlossen habe, nach Hamburg zu gehen, habe ich gewusst, dass es keine leichte Aufgabe wird. Aber wir haben, denke ich, einen sehr, sehr guten Stab beieinander. Ja, wir haben
ich und Jonas Boll zwei, die den sportlichen Geschicke leiten. Wir haben rund um die Mannschaft, im Staff, gute Veränderungen gehabt, haben aber auch sehr gute Kollegen vorgefunden, die schon lange hier bei der HSV arbeiten. Das ist zusammengewachsen. Wir haben es geschafft, denke ich, eine homogene Mannschaft auf die Beine zu stellen, die hungrig sind, die alle den nächsten Schritt machen wollen, wie auch immer der dann aussieht. Ja, und das, denke ich, ist im Moment das. Und das hat natürlich, klar, bin ich als der Cheftrainer für das Ganze verantwortlich, aber ich sehe das immer als Teamarbeit und das funktioniert. Aber dieses dominante Auftreten gestern gegen Hannover im Nordderby, das muss hier doch wie Öl runtergerannt sein. Nicht wie Öl, es hat mich sehr zufrieden gestimmt. Klar, das will ich auch nicht hinterm Berg halten. Ja. Ich hatte schon vor dem Spiel so ein bisschen Bedenken, weil ich glaube schon, dass Hannover mit dieser Reihe von erfahrenen Spielern, die auch wissen, wie es geht, wenn die mal ins Laufen kommen oder mal in Führung gehen, dann kann auch schnell der Knoten bei ihnen platzen. Ja, aber das haben wir nicht zugelassen. Die ersten 5, 6, 7 Minuten waren ein bisschen wackelig, dann waren wir ein bisschen schläfrig noch. Aber dann hast du eigentlich schon im Verlauf der ersten Viertelstunde gemerkt, die kriegen es immer besser in den Griff und haben dann gespürt, dass Hannover nichts dagegen zu setzen hatte. Und das war natürlich das, was die Mannschaft dann auch auf dem Platz gespürt hat. Und in der Halbzeit haben wir gesagt, wir müssen sehen, dass wir das zweite Tor machen, dann sind wir auf der sicheren Seite und haben dann auch drauf gespielt und das war gut. Das dritte Tor haben sie dann auch noch gemacht und das war dann sozusagen, wo das Dach fast dann abgeflogen ist. Ja, das ist das, was dann so die Geschichte im Fußball immer mal schreibt. Es ist ja so oft schon dieser Satz gefallen, das kann nur der Fußball beschreiben, so eine Situation. Das war natürlich das Ereignis. Ich glaube, wenn man irgendwann mal einen Saisonrückblick macht, darf das nicht fehlen. Ja, das war vielleicht schon der Moment der Saison, wie das Stadion dann explodiert ist, wie diese Freude von Bakker, diese Freude der Mitspieler, das war schon ein toller Moment. Das Stadion, wie es dann Bakker zelebriert hat bei seiner Auswechslung. Ich glaube, das zeigt, wie fest wir zu diesem Spieler stehen. Das, was ich auch immer gesagt habe, dass egal, auch gestern habe ich es ja schon einmal gesagt, dass wenn irgendwas wäre, wo Bakker sich für zur Rechenschaft gezogen werden könnte, dann muss er dafür gerade stehen, aber wir diesen Spieler nicht fallen lassen werden und ihm alle Unterstützung auch dann zugedeihen lassen würden. Ich glaube, das hat man gestern auch im Stadion gemerkt, dass diese Haltung seitens des Vereins auch bei dem Fan gut angekommen ist und deshalb diese volle Rückendeckung ist. Bevor ich an Christine gleich mal übergebe, aber ich wollte noch mal ganz kurz wissen, die Nationalmannschaft übernimmt jetzt das Kommando hier im Volksparkstadion. Was heißt das für Sie, für Ihre Abläufe? Das heißt für meine Abläufe, glaube ich, dass ich meine Kabine räumen muss am Mittwoch, dass ich am Donnerstag in Wolfsburg bin und dass ich Freitagabend mir das Herbert Grönemeyer-Konzert in Hannover habe.